Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Evolved mit Dieter Slavwuchs. Hallo. Ja. So, ich würde sagen, wir starten gleich weiter durch, ne? Ja, so sieht's aus. Fleißig bauen, die Playboy Villa. Ich hatte irgendwo, genau, ich habe hier noch Holzdinger, die packe ich mir jetzt mal auf die 8. Möchtest Holzwände oben drauf bauen, wunderbar. Ja. Soll ich dann schon mal nach einer Doorframe schauen, derweil, oder? Das wäre voll cool. Aber gibt es denn, Soll ich dir denn Holz? Es gibt leider keinerlei, das muss man direkt dazu sagen. Stone ist das jetzt alles. Es gibt nur Stone Walls, keine Stone Windows, keine Stone Türen. Nix. Ja, aber das heißt, diese Zwischendinger, die werden auch aus Holz, aber. Können wir halt nicht. Ne? Würde ich auch sagen. Sieht trotzdem gut aus, bin ich mir sicher. Soll ich dir etwas bauen? Ich habe ja die ganzen Rezepte hier. Ja, bau mal. Was brauchen wir? Sprich mit mir. Wir brauchen effektiv 1, 2, 3, 4, 5 Fenster. Und Fenster kann ich noch nicht, aber... Und eine Door. Eine Door kann ich bauen. Und gucken wir uns das mal an hier, damit ihr mal seht, was wir grundsätzlich meinten. Also es sieht schon wesentlich stabiler aus, grundsätzlich. Durch die Kanten ist es halt blöd, wenn man nochmal eine zweite Steinwand oben rauf baut. Aber es sieht auf jeden Fall mal nach einem anderen Grunddesign aus, ne? Das ist ja schon schön. Hier mal ganz frech die Tür hinlegen. Laut Entwicklern... Möchtest du ja bestimmt bauen. Laut Entwicklern soll man jetzt wohl auch aufgrund des Untergrundes die Grundplatten anders setzen können. Ich habe das allerdings bis jetzt noch nicht gesehen. Und weiß dementsprechend nicht, ob es funktioniert. So, die Tür bauen wir einfach mal eiskalt. Muss mal kurz Fiber holen. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen was. Und was vor allem wichtig ist, ist die Tür, dass die Tür da überhaupt drin ist, ne? Die ist ja total wichtig, weil man kann ja auch nicht an 6 anderen Stellen hier durch. Okay, ja, dann haben wir das Gebäude ein bisschen weitergebaut. Ich vergebe mein Level kurz. Ich brauche... Bist du mit den Holzwänden schon fertig? Nee. Ja, mehr habe ich nicht. Ja, warte, bin ja da. Ja, ich. Aber Cera ärgert mich gerade. Ich setze mal jetzt einen weiter in Herz erstmal rein und könnte jetzt neue Sachen lernen, was aber sich noch nicht lohnen würde, spontan. Gerade irgendwie gruselig hier. Brrr. Ja, genau. Bei mir sind, glaube ich, Glocken im Hintergrund zu hören. Los. Furchtbar. Und ich bin schon wieder 40 Punkte vom nächsten Level. Das ist sehr schön. So, und es gibt 2,784 Punkte pro Wand, die du gerade baust. Ja, läuft. Auf jeden Fall. Hast du gut gemacht. Wir haben, das kann ich. Wir haben halt auch die XP ein bisschen im Server angepasst. Ne? So ein bisschen. Und 6 Wände für dich. Dankeschön. Wie viel benötigen Sie denn noch, der Herr? Das sehen wir gleich, weil ich kann ja die Wände dazwischen leider nicht bauen, ne? Doch, na klar, die haben einen Snap-Point. Nee. In der anderen Wand. Nee. Was? Nee, ich kann nur auf die Wand draufbauen. Dann brauchen wir also ein Dach. Ja, wäre wahrscheinlich ganz günstig. Erstmal ein Flachdach. Ich habe gerade Tatsache kurzzeitig in meiner Schnelleistier die Wände gesucht und dann gemerkt, dass ich sie vorhin rausgezogen habe. Ja. Aber wir haben ja gar kein Holz mehr. Ah, okay. Gut, dann sind die 6 ja dann erstmal alles. Hört mal an. Da ist meine Fackel gebroken. Sieht aber gut aus. Mensch hier. Nimmt Struktur an. Ich kann aufs Doorframe auch keinen. Was? Wieso nicht? Ah, jetzt. Komisch. Ich musste es mehrfach anwählen und wieder abwählen. Boah, Licht aus hier. Boah, ist ja nervig. Und schon ist es dunkel in der Hütte. Ja, dann kommen hier also Fenster rein. Also auch Holzfenster natürlich, genauso wie die Holztür. Aber ich finde ehrlich gesagt auch mit der Holztür, das sieht tatsächlich sehr passend aus, ne? Irgendwie. Ja, hat Stil. Glong! Hört man immer noch, ist das anstrengend. Ich hab's gehört. So, ja, wie sieht's denn hier aus? Wie leer, voll, medium ist denn jetzt Fahrkartenkontrolle? Okay. Hört nicht auf das Glockenläuten hier, ich mach mich mal kurz aus. Ach du, lass dir alle Zeit der Welt damit. Ich packe jetzt gerade mal Holz weg. Wenn wir hatten noch irgendwo eine Holzkiste. Ja, hier. So. Haben wir schon wieder 150 Holz hier noch rumliegen. Bisschen Fiber und Zeug lasse ich hier. Ich wollte mal gucken, wo unser Metall rumfliegt. Ich würde ja vorschlagen, bevor wir dann gleich wieder losrennen, können wir ja aus den Steinen, die nur übrig sind. Die ersten Ansätze des Irrigation-Systems bauen. Jawohl. Yay, nochmal Multi. Die
Wow. Ja, da habe ich auch ein bisschen Bock drauf, um ehrlich zu sein. Wir haben auch gar nicht viel Fiber übrig oder so. So, dann gucken wir doch mal, was wir fürs Irrigation-System grundsätzlich brauchen. Also erstmal muss ich natürlich gucken, was ich überhaupt schon bauen kann. Also ich kann ja bis jetzt nur die Geraden bauen. Die Intakes und die Irrigation. Das heißt, das würde ein Krach. Grundsätzlich jetzt erstmal nochmal 3 von den normalen Structure Pipes bauen. Dann nehmen wir uns mal jetzt Deck Stein raus. Inventory. Craftables. Könnte ich das direkt annehmen. 1, 2, 3. Und 1, 2. Oh. Na, fehlt mir noch ein bisschen was. Was genau? Wut. Wut, Wut. Kein Problem. Wut haben wir. Irgendwo. Toll, also, oh, ich dachte gerade schon, das Irrigation-System wäre schwerer, wenn es fertig gebaut ist, als vorher. Okay, so. Craftables, 2, 3. Müsstest auch gute EP kriegen. So, und dann gucken wir mal, ob das hier so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Nur, damit du auch weißt, was ich mir hier gedacht habe, ja? Also mein Ziel war grundsätzlich, hier jetzt in die Richtung zu gehen, was nicht geht. Fuck. La la la. Ja. Im schlimmsten Fall nochmal ein zweites Intake. Das ist halt nur eine Wasserquelle, wenn es nicht so funktioniert, wie du denkst. Aber generell macht der Höhenunterschied, glaube ich, uns ganz schön Probleme. Ja, würde ich auch sagen. Oder aber man baut das Rohr halt tatsächlich gleich wie so ein Überbügel. Das heißt in die Richtung quasi so. Nee, einfach schräg höher. Einfach noch eine Schräge dran. Und dann baut man diagonal den Strand hoch. Nicht gerade, sondern diagonal mit. Dann aus wie so eine Seilbahn, wenn du mir folgen kannst. Moment, ich gucke gerade mal, ob ich so ein Rohr gerade bauen kann, so ein Intake, ja. Aber ich glaube, die Intakes kann ich auch nur als Intakes benutzen. Ich glaube, dieses schräge Rohr kann ich noch gar nicht. In klein, ja. Ja, und das kann ich noch nicht. Ich habe jetzt nochmal ein Intake gehabt hier. Moment. Gucken wir jetzt mal, ob der hier grundsätzlich rangeht. Nein. Aber wir könnten jetzt hier, wenn wir 2 Cropfelder bauen, einfach noch ein zweites bauen, was genauso aussieht. Und dann erstmal 2 Cropfelder dazwischen basteln, ne? Das wäre voll die gute Idee jetzt für den Anfang. Dann haben wir das nämlich fertig. Okay. Bin ich gut. Dann brauche ich für die Crop Plots. Thatch, okay. Ich habe alles, was ich noch an Materialien hatte, jetzt in die Fahrkartenkontrolle gepackt. Hier ist auch noch genug. 1. Und dann fürs zweite brauche ich noch Stone und Wood, okay. Und Level Up. So, dann nehmen wir uns mal den grob. Boah, ich pfeife immer aus Versehen. Jetzt seit kurzem drücke ich auch immer die U-Taste. Wie gewisse andere Leute, die einem dann Vorwürfe machen, dass man irgendwas gemacht hat, was gar nicht stimmt. Ja, ja, ja. Wie gesagt, da kommst du nicht mehr raus. Ich habe ja den Videobeweis. Das passt schon. So, können wir jetzt. Plot ist obstructed. Ich kann hier keinen Crop Plot bauen. Nirgends. Nimmer zur Info. Nirgends, ne? Muss der im Feld sein oder was? Ne, ich denke einfach, dass das hier zu schräg ist. Okay. Aber dann müssen wir halt die Reling hochziehen. Aber dann müssen wir halt warten. Also hier oben ging es. Was aber interessant wäre, könntest du mir mal 2 Holzplatten bauen? Oder eine Foundation. Einfach nur eine Wood Foundation. Foundation, okay. Aber sehr gern, das nehmen wir hin. Das wäre traumhaft. Wirklich. Ich eile. Das ist ja schön. Dann kann ich in der Zeit mein nächstes Level vergeben, das auch nochmal auf Health kommt. Dann bin ich dabei 150. Hab Level 15 erreicht und kann damit, glaube ich, die. Genau! Stone Irrigation Crossing, Stone Irrigation Incline, Stone Irrigation Vertical. Sehr schön. Jetzt kommen wir doch auf die interessanten Sachen. Das heißt, wir können doch vielleicht weiterbauen. Mich würde nur mal interessieren, ob es grundsätzlich geht. Wenn es nicht geht, also wenn wir hier unten quasi eine Platte hinsetzen und dann da die Crop Plots draufpacken, ob das geht. Das wäre total cool irgendwie. Und auch ein bisschen differenziert, so alles in allem, ne? Und ich habe accidentally meinen Timer resettet. Nein. Okay, ja. Skandalös, wie kann denn sowas passieren?
Nur damit ich euch mal zeigen kann, was wir jetzt bauen können grundsätzlich. Also, die Vertical. Also erstmal, das Crossing ist dafür da, um halt eine Ableitung zu machen. Die Vertical geht gerade nach oben. Und die, wie heißt sie denn? Incline geht schräg. So für Hügelansätze und so. Die wir auch eventuell gleich brauchen. Ich werde aber eventuell hier beides nochmal zerstören müssen, nur gleich mal zu eurer Information. Komm mal mit Fahrkartenkontrolle, du musst mal hier ein Stück hochlaufen. Du stehst mir gerade ein wenig im Weg. Was? Die habe ich extra dahingestellt. Das kann nicht sein. So, wo willst du denn die von der? Ach nee, ich druck die einfach. Mach doch mal, setz die ruhig mal, dann kann ich mir das von weitem angucken, wie es danach aussieht. Also ich möchte die quasi genau in der Nähe des Brunnens, also quasi links neben dem Rohr haben. Ne? Ja, also es geht nur nah am anderen Haus. Kann dir... Das wird... Nee, das irrigiert nicht. Okay. Dann, also der nächstmögliche Punkt? Setz es mal am nächstmöglichen Punkt erstmal. Das ist doch eigentlich eine schöne Ecke. Und jetzt müssen wir nur gucken, ob wir da einen Cropload draufsetzen können oder nicht. Ja, die Frage ist halt, ob der da noch Wasser abkriegt. Ja, da bestimmt nicht. Aber das Wassersystem, da habe ich mich eh schon von verabschiedet. So, hier von dem Brunnen. Gut, dass ich dann extra so nah wie möglich, dann hätte ich es nämlich gerade. Naja, macht ja schön. Nichts. Schön, ist eh egal, kannst du wieder abreißen. Es gibt keinen Ground Snap Point hier auf der Plattform. Okay, dann lass uns doch einfach die Oplot B-Session hier irgendwo hinbauen, wo Rasen ist, wo es eben ist. Sekunde. Und dann von da irgendwo eine Leitung legen. Die kannst du ja ruhig erstmal ganz spektakulär mit schrägen Lines da hochziehen. Du hast beides zerstört, okay. Ja, ich dachte, wenn wir das dann hier weitermachen, also wir werden es dann wahrscheinlich ein bisschen außerhalb des Hauses machen, dann gehen wir hier irgendwo hoch. Hier so? Ja. Okay, dann muss man jetzt. Das ist hier schon fast Intake. Relativ. Genau, Intake. Dann eine Schräge. Noch nach hier, oder? Ja. So, ich mach den Intake jetzt mal richtig weit unter Wasser. So. Dass er nicht auffällt, quasi. So, dann. Wenn du Snap-Point mehr hast, jetzt eine Incline, glaube ich. Ja, oder wir nehmen die Verticals, ne? Um erstmal auf dem Wasser zu kommen. Oh, ja, wie du willst. Ja, du machst das. Ich baue mal eine Incline, mal gucken, wie die aussieht. Ist das die hier? Ist die straight? Das ist die Incline. Brauchen wir ein paar mehr von. Bauen wir mal gleich 3-4 Stück. So. Die 0. Reicht genau aus dem Wasser raus. Das ist eigentlich ist das schon ziemlich schick. Na, da könnt ihr jetzt sonst was, egal. So, und dann wollen wir hier. Das ist komische Gedanken, ja. Genau, wenn du jetzt theoretisch ein waagerecht, ein straight machst, dann. Aber dann müsst ihr trotzdem noch den Hügel ein Stück hoch. Das heißt, wir werden um Incline nicht rumkommen. Aber solange es geht. Okay. Nutzen wir das natürlich. Ich gehe jetzt erstmal hier geradeaus und ich glaube, ich kann noch eine geradeaus gehen. Man kann übrigens durch diese Pipes durchlaufen, ne? Also die sind nicht im Weg oder so, die stören nicht. Ich hab gehört, da sind auch schon T-Rex drüber gestolpert. Oh, 36 Holz aus einer umgefallenen Paume. Leute! Sind die halt kaputt, ja. Und wenn ich jetzt Alt 8 drücke? Tatsache. So, ich glaube, jetzt sind wir am Limit, oder? Ja. So, dann brauche ich die 0 für 1 hoch. Soll ich noch 1 hochgehen, dass es hier über, also dass wir dann quasi unten durchlaufen können, quasi. Hier hat es ja einen Punkt, wo es abgestützt wird. Ja, denke ich, sieht ganz gut aus. Genau, und dann laufen wir, dass wir unten durchlaufen können, quasi.
Dann muss jetzt aber nochmal. Nö, das genau. Ist doch genau. Und dann nochmal. Guck mal, geht aber hier oben. Achso, das muss jetzt dann wieder einmal inclined. Nee. Lass mal so waagerecht, ist dann auch noch. Was, echt jetzt? Jetzt wieder den nächsten inclined, ja. Das soll ungefähr die Höhe zum Hügel halten. Oh, das war ein Fehler. Er lernt es aber auch nicht, ne? Ich habe ein Level ab. Juhu. Ja, Gratulation, ich habe auch schon fast wieder eins. Aber ich brauche jetzt eh erstmal ein paar Steine mehr. More Stone. Braucht es eigentlich nur Steine oder braucht es auch andere Dinge? Ich habe jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Alt 0, 2 werden wir noch brauchen, auf jeden Fall. Wir sammeln EP, wir sammeln EP. So. Can't place diagonal stone waterpipe, no snap point. Ich weiß, ich bin auch gar nicht in der Nähe von dem Snap. Nein, bitte nach oben, nicht nach unten. Nein, ja, ja, nein, ja. Läuft bei dir. Alt 8, 8, 8, 8. 8, 5 müssten reichen eigentlich, um jetzt erstmal weit genug zu kommen. Klack. Muss ich denn noch eins höher? Klack. Klack. Nö, sieht eigentlich ganz okay aus. Klack. Oh ja, das ist sogar eine richtig gute Höhe. Klack. So. Ja, und dann ist die Frage, wo wir die Felder halt anfangen. Ob wir die hier irgendwo... Ich guck mal, ob ich hier Crop Plots setzen kann, grundsätzlich. Hier oben. Ich würde auf jeden Fall einen Knick machen. Vor dem Stein noch. Und dann eine quasi Brunnenstange, dass man hier so einen Riegel bis kurz vorm Haus, also bis hierhin. Ja, ich glaube, ich verstehe. Setzen kann. Also so 10, 15. Für den Crossing habe ich allerdings nicht mehr genug Stone. Das heißt, ich muss jetzt eh erstmal ein bisschen Stone abbauen. Skandalös. Und dann geht natürlich nicht zwingend da, wo wir gerade unser Endziel hinsetzen. Aber ja, also was da an Stone rüberkommt, ist schon nett. Hier ist gerade ein Miet verspoilt. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Vielleicht schaffe ich es tatsächlich noch ein Level zu machen in dem... Na, natürlich nicht, wenn meine Axt bricht. Das ist ja cool. Also ich freue mich auf dieses System, ne? Also grundsätzlich eigene Büsche gut zu haben. So eigene Wasserleitungen, das ist jetzt schon... Eigentlich ist es unser technischer Fortschritt, ne? Wir bauen uns eine Holzhütte mit Steinanteil. You are encumbered. Drop inventory weight in order to move. Bla. In order to bla. So, das heißt, ich soll jetzt ein Crossing bauen quasi, ja? Also eine gerade noch und dann eine gerade noch, ne? Ja, ja. Ja, wobei eine gerade ist dann vielleicht zu nah am Stein. Ne, das glaube ich nicht. Außerdem können wir den Stein im Notfall abreißen. da hat jemand eine Stütze hingebaut, die nicht aussieht. Hast du schön gemacht. Ich hätte jetzt gedacht, entweder es passt sich der Struktur an, oder aber es ist generell etwas länger. Aber nicht so, ich bin dran. Du bist dran. Ich bin begeistert. Muss ja realistisch aussehen. So, das Problem an diesen Crossings zum Beispiel ist auch... das werdet ihr auch gleich noch feststellen. Die gehen in alle Richtungen und differenzieren da nicht, ne? Das heißt, wir haben jetzt hier so ein hässliches Kreuz stehen. Aber es ist, guck mal, es ist ziemlich gut. Das passt echt gut. Wir könnten jetzt theoretisch hier noch ein Crossing machen und sogar noch eine weitere Reihe von den Brunnen und so. So, soll ich direkt mit dem Brunnen anfangen, oder? Ja, aber, ja. Ja. Dann brauchen wir nochmal 1, 2, 3 von den Stangen. Das ist die 8 gewesen. Erstmal nur 2. Klack. 9. Klack. 8. Klack. 9. Klack. So. Jetzt seht ihr, hier läuft schönes Wasser. Hier können wir auch uns ranstellen. Wir sollten den Wasseranschluss wieder reinsetzen. Der war cool da am Haus irgendwie. So, 5. Und jetzt, was mich interessiert, ist, wie viele Felder man hier effektiv... Ist der Schatten gerade perfekt, oder
eher nicht so. Wie meinst du das? Na, ich baue jetzt mal eins hin und wir gucken. So. Ich dachte mir pro Stück quasi. Mann, hier geht's vier, aber ne? Jetzt los. Ich muss mich schon wieder leise machen. Landet ein Helikopter. So, das, so mein Gedanke war pro Feld quasi, pro Brunnen 4. Ja. Das war so der Grundplan. Aber bis jetzt ist das hier links zumindest noch nicht. Doch, ist Eric. Ja, perfekt. Ja, dann können wir jetzt hier effektiv schon mal 12 Felder hinsetzen. So viele werden wir in kurzer Zeit gar nicht hinkriegen. Dementsprechend ist das alles gut. So. Dann löschen wir mal hier alles raus. Wieso, du kannst doch genug Felder bauen, oder? Also. Kostet einen Haufen das Zeug, ne? Also die Felder sind echt teuer. Okay, jetzt brauche ich nur Fiber und Stone, das ist machbar. Dann gucken wir mal. Ein bisschen Stone noch holen. Fiber habe ich noch genug im Haus. Oh. Metall. Okay, einmal. Stein, 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 Stein. Weil die kosten nämlich 25 Stone pro Stück, ne? Mal vom Holz abgesehen. Oh nein, my hatchet broke. Und alle, die gucken, da wir gerade hier so ein tolles, spannendes Thema haben, wir haben vor, einen etwas größeren Community-Server aufzumachen. Wenn ihr da Interesse, das ist jetzt erstmal nur wirklich eine reine Interessensfrage, ne? Wenn ihr da Interesse dran habt, mit uns zusammen quasi, so auch für Streams, wir werden dann so 2, 3, 4 Mal im Monat da einen fetten Stream machen zu, werden den Server zeigen, werden da rumbauen. Wenn ihr da quasi Lust drauf habt, mit uns einen Tribe zu gründen und so, dann würde ich mal das reine Interesse hier unterm Video in einem Kommentar erwarten. Nicht gut, das hört sich gut an. Kannst du hier noch eine Straight bitte hinsetzen? Ja, gerne. Also an den Brunnen ran. Du wolltest ja erstmal das so lassen, ne? Da kann man ja danach wieder demolischen. Er rennt! I need some Fieber! Fieber! Hier oder was? In die Richtung? Na, an den Brunnen Richtung Haus noch eine. Ja, natürlich. Mach doch alles, was der Herr wünscht. Wobei, ich glaube, das funktioniert nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ach so, so rum. Okay, ja, dann so rum. Ups! Ja, ist okay, lass so. Das ist okay. Nicht beabsichtigt. Es ist abgestützt. Aber es vielleicht ist gestützt, hier drüben genau. Auch nochmal. Ja, vielleicht hier drüben auch nochmal die beiden Enden, dann ist es falsch. Okay, kann ich damit leben. So, damit es quasi aussieht, als wenn es stehen würde. Ja, und ich denke, das ist ein super Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Ja, wir sind nämlich großartig aus. Quasi fast am richtigen Punkt. Ja, ich wollte hier noch dieses eine blöde Fältchen hinsetzen. Klick. Ich glaube, ich kann kein weiteres bauen. Nein, weil mir dafür Fieber fehlt. I need more Fieber. Ja, ist eigentlich ein ziemlich perfekter Zeitpunkt sogar. Trifft sich gut. Wo bist du? Hier auf dem Stein mit dem Blick auf diese tolle Anlage. Auf dem Stein? Da oben wahrscheinlich, ja, genau. Ja, ich finde die Anlage echt schön. Also für Farming auf jeden Fall gut. Und weit genug weg von uns. Wow. Dass sie nicht stört, wenn wir jetzt irgendwas Größeres noch aufbauen wollen. Und wir können die halt auch jederzeit erweitern. Richtig, das ist, glaube ich, das Wichtigste an dem ganzen Part. Ja, ja gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, war es mal wieder eine tolle Geschichte. Wir sehen die nächste Folge dann auf deinem Channel hier, Mr. Desla Vox. Jawohl, morgen. Morgen. Einschalten, Leute. Und ich werde übrigens mein Level, wenn ich es jetzt gleich in seiner Folge kriege, dann auch in seiner Folge ausgeben, weil ich glaube, so schnell wie wir jetzt leveln, ist das okay. Also. Richtig, macht Sinn. Bis dann. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.